Nächste Frage, was ist dein Lieblingssport? Mein Lieblingssport ist Fitnessstudio generell. Also es macht halt Spaß, ist natürlich auch eine kleine Qual, aber man sieht nach einer gewissen Zeit doch schon Fortschritte. Oder halt Kampfsport. Zu Kickboxen finde ich echt einen coolen Sport einfach. Dann bist du zufrieden mit deinem Leben? Also ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich war eigentlich immer zufrieden mit meinem Leben. Es kommt halt immer darauf an, was man draus macht. Natürlich hatte auch ich schlimme Zeiten und nicht so schöne Zeiten. Aber diese Zeiten gingen einfach vorbei und man muss nach vorne gucken. Von daher einfach positiv schauen. Wenn du deinen eigenen Fernsehsender hättest, was würde darauf laufen? Auf meinem eigenen Fernsehsender, was wird da laufen? Das ist eine gute Frage. Ich denke, so Familienshows zum Beispiel, ja, wo Familien zusammen antreten können, irgendwelche Aufgaben zu lösen, ja, sowas, ne? So, wo die ganze Familie halt involviert ist, klein wie groß, alt, jung. Wovor hast du am meisten Angst? Meine größte Angst besteht darin, dass meinen Liebsten was zustoßen könnte. Also das ist ein Gedanke, den verdränge ich auch jetzt ganz schnell nach der Frage wieder. Das finde ich, ist eine sehr, sehr schlimme Sache, wenn ich daran denke. Das ist für mich das Schlimmste. Welche drei Dinge würdest du mit auf eine einsame Insel nehmen? Ein Feuerzeug, damit ich Feuer machen kann. Jede Menge Astronautenessen, damit ich halt nicht direkt in der ersten Woche schon anfangen muss, irgendwelche Tiere zu jagen. Und als drittes würde ich eine Frau mitnehmen, damit aus der einsamen Insel dann doch noch irgendwann ein kleines Volk wird. Ja. Wie wichtig sind dir deine Eltern und deine Freunde in der jetzigen Zeit? Meine Eltern und Freunde sind mir in der jetzigen Zeit absolut wichtig. Ja, also die halten mich auf dem Boden, die geben mir Ratschläge, sie unterstützen mich noch und nöcher in sämtlichen Belangen. Also mein Vater, ich meine, das hat eigentlich so ziemlich jeder mitbekommen, macht für mich die Terminabsprache, telefoniert mit wichtigen Leuten, versucht mir halt wirklich schon alles aus der Hand zu nehmen, was nur geht, damit ich mich wirklich halt auf meine Musik und meinen Gesang konzentrieren kann. Und ja, meine Schwestern und Mutter, ja, die unterstützen mich einfach mental, super.